Huipu, huipu, huipu. Aufnahme beendet, Aufnahme angefangen. Grüßt euch, servus alle miteinander. Die letzte Aufnahme habe ich hier abgeschlossen und jetzt geht's wieder los. Was gibt's denn hier eigentlich zu fangen? Ich glaube, es gibt ein Damhirblex zu fangen. Lieber Shotgunhinter, das ist auch ein neues Pokémon. Das fange ich mir sogar. Wisst was? Das tue ich erstmal Donnerschocken. Und dann fange ich mir das. Das schaut nämlich interessant aus. Da meint man, das ist ein Gesicht, das Geweih aufmacht und das Gesicht vom Damhirblex ist es aber nicht. Es ist das Geweih. Nein. Also ich hätte dem Damhirblex echt einen anderen Typ geben als normal. Das könnte genauso gut ein Nacht-Pokémon sein. Oder irgendwie was, ein Geist-Pokémon, weil das ist so, also keine Ahnung, das irrt halt irgendwie in der Geisterwelt oder... bitte nicht, ach Gott sei Dank. Gut, jetzt ist er erstmal parasiert. Wo waren wir beim nächsten Mal? Wir haben über gleichgeschlechtliche Liebe am Ende der letzten Folge geredet. Und über Liebe zwischen Mensch und Pokémon. Also ich verurteile den Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und Tier, weil Tiere können nicht Nein sagen. Bekanntlich ist Nein das wichtigste Wort, wenn es darauf ankommt. Darauf, also wirklich. Das konnte aber nicht wahr sein. Mist. Ja? Ich glaube persönlich, dass Pokémon oder Tiere nicht Nein sagen können. Das weiß ich zufällig. Und deswegen finde ich Sex mit Tieren scheiße. Und auch Sex mit Pokémon. Fast hätte es geklappt. Das lügt mich eigentlich schon an, das Programm, gell? Weil eigentlich war es nicht fast. Fast ist der schlechte Bruder. Ist der Bruder von Scheiße, oder wie heißt das? Zurück zum Thema. Ich will sagen eigentlich, dass Sex mit Pokémon kacke ist. Und ich finde es blöd. Ich finde auch Pokémon Hentai blöd. Weil die zeigen dann meistens irgendwelche Mistys mit Sterndus. Und ihr wisst schon, Sterndu hat. Alter Schwede, kann aber nicht wahr sein. Sterndu ist ziemlich scharf gekantet, ja, und hat so Zacken und diese Hentais gehen dann meistens über das, habe ich mir sagen lassen. Ich habe auch noch nie zur Gaudi einfach mein Pokémon-Hentai gegoogelt, sowas habe ich noch nie gemacht. Finde ich lustig, dass Menschen wirklich auf so einen Scheißdreck stehen. Also wirklich auf so Hentai, also Hentais im Generellen, ich bin jetzt nicht so der Hentai-Fan, aber es gibt, komm, das kann ja wohl nicht sein, das scheiß Mogelbaum. Das ist seltener als du dummes Damhirblex. Und das geht schneller in den Pokéball als Ficken. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Jetzt haben wir gleich einen Freakout am Anfang der Folge. Verflixt nochmal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, gibt's doch nicht. Jetzt habe ich wirklich bloß noch zwei Pokébälle und den Köderball, den Scheißdreck. Aber ich will das unbedingt. Das schaut geil aus. Also wenn es nicht reingeht, das kann er wohl nicht... Das kann er wohl nicht angehen hier. Damhirblex, Hypnose, ich bin doch bereits schlafend. Ich habe jetzt noch zwei Pokébälle und wenn es nicht reingeht, dann haue ich irgendwas kaputt. In meiner tollen Penthouse-Loft-Wohnung. Habe ich ja schon vor ein paar Folgen erzählt. Ich wohne jetzt in so einer Penthouse-Loft-Wohnung. Deswegen ist meine Stimme so hallig. So Föhr, Hallig Föhr, oder wie heißt das? Es hat jetzt die letzte Chance. Wenn es jetzt nicht reingeht, gibt es wirklich einen Freakout. Bitte geh rein, bitte geh rein, bitte. Setz den Köderball ein. Ich weiß nicht mal, was ein Köderball ist. Keine Ahnung. Ich glaube, ein Angler. Du Krutze. Fix. Ficken, Darm, hier bleckst du. Was soll denn das? Das fickt doch mein Pokémon auseinander. Schau mal die so. Leck mich doch am Pimmel, echt. Und ich schläf da noch. Jetzt fickt's mich tot. Alter. Das geht doch wohl nicht. Echt, ey. Ich könnte gerade kotzen. Ohne Scheiße. Diese 50.000 Pokébälle, was ich verschwendet habe auf dieses blöde Damhirblex. Und dieses... Also irgendwann kriegst du nur die Rache, dann komm ich mit dem Hyperball zurück und dann bist du tot, ich beiß dich jetzt tot. Das ist so die Ozzy Osbourne rückwärts. Die Fledermaus beißt das Arschloch tot, nicht andersrum.
Nein, Ozzy Osbourne ist kein Arschloch. Er ist vielleicht besoffen und er ist ein Alkoholiker, er ist ein Drogenjunkie und er kommt nicht mehr drauf klar auf sein Leben, sagen wir es mal so. Es stimmt ja wirklich. Ozzy Osbourne kommt wirklich nicht mehr klar auf sein Leben. Gibt's denn überhaupt noch? Ist der nicht schon gestorben? Ich weiß es nicht. Gut, schauen wir erstmal die Stadt an. Wir wissen es noch immer nicht, wie diese Stadt überhaupt heißt. Ich erinnere mich fern an einen Namen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, hier gibt es eine Arena. Das wäre doch das Erste, was wir machen, oder? Gehen in eine Arena. Oder was sagt der? Ist es ein Geschichtenerzähler? Ja, ich bin ein Geschichtenerzähler. Ah, du suchst dein Pokémon nach Abenteuern. Was wäre ein Abenteuer? Eine Schatzsuche. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja. Was gibt er mir denn? Detektor, so. Ah, mit dem Detektor kann ich Schätze finden. Der finde ich gut. Also kommen wir Items, die man nicht sieht, detektieren und aufspüren und dann ist man wieder. Dann ist man eigentlich. Detektor ist eigentlich ein normales Smartphone, gell? Ein Detektor ist wie ein Smartphone, bloß also Smartphone auf dem Pokémon Go liegt, weil Pokémon Go sieht man ja die Pokémons auch nicht. Ja, haben wir ein geheimen Pokémon. Gewinnst du, verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über. Das heißt Teak City oder Freak City, wie ich sage. Da gibt es lauter Freaks. Poke-Freaks. Hier im Freak City sind wir also. Okay, also haben wir Susi da vorne einen Urologen. Wisst was? Wir nennen uns einen Urologen vor. Oder? Das wäre komische Musik. Hältst du unseren Pokémon stand? So ein Freak, so ein mit so einer Glatze. Das ist ein Mönch. Der weiße Monty. Der weiße Monty schickt Nebulak in den Kampf. Jetzt fürchte ich mich aber. Level 16. Leck mich, die sind aber ganz schön hoch gelevelt. Ob ich da eine Chance habe? Schreibt sie in die Kommentare. Hat der Ritter Kunibert eine Chance in dieser Arena? In Freak City. Das ist die Geisterarena anscheinend. Es ist sehr effektiv. Das freut mich doch. Das weiß ich doch, gell? Ich hab schon gewusst, in Freak City, da gibt's eine Freak Arena. Wow. Leck mich doch am Pimmel. Was geht denn hier ab? Das ist so das Gegenprogramm zu 1000 Mal Failen bei Damhirblex. Also wenn ich ihn gefangen hätte, dann hätte er bestimmt den Spitznamen Pimmel oder so bekommen, weil der hat mich echt ziemlich gerade aufgeregt. Nicht, dass mich jetzt generell Pimmel aufregen, aber der schon. Der blöde Damhirblex. Weiß das jetzt Nebulak? Nein. Deswegen haben wir dich ja hochgelevelt, Urologe, gell? Urigeller-Loge. Nebulak. Nebel. Schaut aus wie so ein Gasball. Gasulak. Lachgas. Aussetzer. Was ist Aussetzer gleich wieder? Ich habe keine Ahnung. Das können wir mal testen. Nebulak. Ja, ich möchte mein Pokémon nicht wechseln, weil der geht ab wie Schnitzel, der Urologe. So, Aussetzer, was ist das? Das haben wir ja vorher, ich dödel. Das haben wir ja vorher beim Alpollo gesehen. Dem Alpollo, sag ich mal. Hui, okay, sehr effektiv. Das haben wir ja vorher beim Dramato gesehen. Dramato, der mit dem langen Rüssel. So. Das letzte Nebulak, ja, tatsächlich leben. Welcher Spieldesigner war denn für diesen Gegner zuständig? 5 Nebulaks hintereinander auf Level 16. Jetzt stellen wir uns das mal vor, in Realität. Keine Pokémon-Realität, sondern richtige. Pokémon-Go-Realität, sondern richtige Pokémon-Edition-Realität. Ich bin ein Spieler, streife durch das Land, suche weit und breit nach dem Pokémon. Um seine Macht zu befreien, ja. Und ich schnapp mir ein Pokémon und schnapp mir das nächste Pokémon. Irgendwann habe ich 5 Pokémon und dann schaue ich in diese Übersicht da. Ja, jetzt kriege ich erstmal Geld. Jetzt schaue ich in diese Übersicht. Und in dieser Übersicht sind nur 5 Nebulaks. Und alle auf Level 16. Da muss ich mich doch ehrlich gesagt fragen, ob ich noch ganz besinnen bin. Muss ich mir ehrlich gesagt echt fragen. Weil nur Nebulaks, echt, das ist. Wer macht denn sowas? Und welcher Entwickler entwickelt Gegner, die nur Nebulaks haben, auf Level 16?
Gut, er sagt, wir setzen nur Geist-Pokémon ein. Normale Attacken zeigen ihnen keine Wirkung. Hm, gut. Hä? Ah ja. Das war ja dieses Verwirrspiel, gell? Hier. So geht das. Ich kenne mich doch aus, oder? Ich hab's doch noch drauf, oder? Halt. Ich geh zu dir. Du schaust aus wie so eine alte Oma. Ich lese dir jetzt so alt vor. Verwirr dich, unser unsichtbarer Boden. Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Gut. Agathe war doch eine aus den Top 4. Boah, alter Schwede, was ist mit dir los? Also, liebste Freunde der YouTube-Burm, schaut mal die Augen an, die Geister, die Handhaltung, die Mimik. Mit der geht doch einiges falsch. Ich kann fast ein ISO sein, ein Anhänger der Easys. Vielleicht ist es die Easy. Na, wie hat's geheißen? Dorothea. Alpollo. Schaut geil aus. Also ich würde mal fast ein Nebulak fangen wollen. Einfach nur um es zum Alpollo zu entwickeln, weil Alpollo schaut ziemlich geil aus. Und Geist-Pokémon gibt es in dieser Edition auch ziemlich wenig, muss man so sagen. Schlag ist effektiv, hoffentlich macht er mich nicht tot. Nö. Konfusion. Diese Arena in Freak City, die gefällt mir irgendwie. Na, das muss ich schon sagen, die gefällt mir. Urologe. Kriegt erstmal viel, setzt Alpollo ein. Also einen Schlecker halt ihn aus, oder? Ja, Alternativen, mangels Alternativen halte ich noch einen Schlecker aus. Habe ich gerade beschlossen. Konfusion, jetzt bist verwirrt. Das habe ich auch gerade beschlossen. Jungs und Mädels, mir gefällt es wirklich wahnsinnig gut. Hoffentlich gehst du nicht tot, bitte nicht. Mir gefällt es wahnsinnig gut, dass ich mal wieder Pokémon spiele. Also Pokémons habe ich echt vermisst die letzten Monate habe ich Pokémons vermisst. Wir haben so viel zu tun gehabt. Wir waren auf einer Yacht in Saint-Tropez. Nicht wirklich. Aber trotzdem, wäre cool auf so einer Yacht. Wir waren ja schon öfters in Saint-Tropez. Also in Saint-Tropez waren wir schon öfters, das muss man so sagen. Aber eine Yacht hatten wir noch nicht. Und jetzt Dorothea, sag mal dein Geheimnis. Gut, ich verrate dir das Geheimnis des unsichtbaren Bodens. Der Weg liegt vor unseren Augen. Ah, okay. Okay. Jetzt gehe ich auf jeden Fall mal ins Pokémon Center, weil mein Pokémon krank ist. Also fast besiegt. Und dann werde ich nochmal kurz eine Folgenpause machen und die letzte Aufnahme machen. Das sind ja jetzt kurze Folgen, aber immerhin kommen Folgen. Und allen Kritikern zum Trotz, es kommen Folgen. Und wir sind noch nicht tot. Nein, wir leben alle noch. Wir sind noch nicht gestorben. Wir leben noch, ja. Und wir bringen, auch in Zukunft werden wir für euch da sein. Also ihr könnt auf uns zählen, weil auch in Zukunft werden wir für euch am Schlüssel sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Arena beim nächsten Gegner, oder? Das ist doch eine Abmachung wert, oder? Machen wir es so ab. Viert euch, servus, bis zum nächsten Mal.